Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil in der Serie Vipers Meerwasser, kurz erklärt. Das mit dem kurz erklärt streichen wir heute mal, weil es wird nicht kurz, es könnte etwas länger dauern. Das heutige Thema sind Wassertests und Wasseraufbereitung. Mehr dazu gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, das Thema Wassertests und Wasseraufbereitung. Wasseraufbereitung gehen wir gleich mal runter kurz in den Keller, dann zeige ich euch, wie ich das mache. Relativ einfach und unkompliziert. Und aber unser Hauptthema ist ja für heute Wassertests. Und da kommt dann natürlich erstmal die große Frage, warum testen wir unser Wasser überhaupt? Grundsätzlich, um erstmal herauszufinden, wo stehe ich mit meinen einzelnen Werten oder Parametern, die wichtig sind für den Beckenbetrieb. So, hauptsächlich wird ja momentan, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen getestet, das ist das Nitrat, das ist das Phosphat, das ist die Carbonathärte, das Calcium und Magnesium. So, was wir jetzt aber auch alle gelernt haben, beim Mark im Channel, blende ich nochmal oben kurz ein, ist zum Beispiel der pH-Wert. Da gehe ich dementsprechend hin und bin auch jemand, der den pH-Wert misst. Zwar nicht konsequent, also nicht über eine Dauereinrichtung, sondern mit einem einfachen pH-Messgerät. Und ja, was haben wir noch an Werten? Das ist die Salinität, die wir natürlich nachchecken müssen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, wobei ich mir auch eine rausgesucht habe, die für mich am einfachsten ist, nämlich das Refraktometer. Und die ganz große Frage im Endeffekt ist, können wir unseren Wassertests vertrauen? Das ist jetzt zum Beispiel der Hauptgrund, warum ich jetzt hier dieses kurz erklärt zu Wassertests mache, um mal aufzuzeigen, was für Fehler passieren können, wo im Endeffekt Fehlerquellen liegen können und warum wir vielleicht hier und da falsche Messergebnisse kriegen. Gehen wir aber jetzt zuerst mal kurz runter zur Wasseraufbereitung in den Keller. So Leute, jetzt sind wir mal hier unten mal wieder in meiner kleinen Hexenküche. Und Wasseraufbereitung geht bei mir eigentlich relativ einfach. Ich habe hier eine ganz einfache Umkehrosmose und im Nachhinein angeschlossen 1 Liter Harz. Ich glaube, das ist das MB400. Und ja, das tropft dann dementsprechend in meine beiden Auffangbehälter. Ihr seht, ich habe da einen Überlauf gemacht von über auf. So, und was jetzt wichtig ist, im Endeffekt rauszufinden, ist das Wasser, was wir da jetzt im Endeffekt produzieren, auch tatsächlich so, wie wir das brauchen. So, um das rauszufinden, haben wir ja hier so ein einfaches Leitwertmessgerät, TDS. Ich mache das mal an. So, und wenn ich dann jetzt damit in meine Tonne zum Beispiel gehe, dann seht ihr schon, das schlägt aus. 5, ja, 6, ja, zwischen 5 und 6 schlägt es aus. So, das ist aber jetzt ein Messfehler hier in diesem Fall, weil aus dem ganz einfachen Grund diese Tonne definitiv verunreinigt ist. Es ist kein geschlossener Behälter, er ist nicht hundertprozentig gereinigt. Und das kann ich euch beweisen wie folgt. Also wie gesagt, wenn ich da reinhalte, hier wird ein Leitwert von 5 gemessen. Und jetzt habe ich hier ein vorgereinigtes Glas, mehrfach mit dem Wasser gereinigt. Ich gebe das mal wieder aus und nehme jetzt direkt frisch aus dem Bereich, wo ich, aus dem Schlauch raus, nicht aus dem Fass. So, das reicht. Jetzt stelle ich das Leitwertmessgerät hier rein. Gebe das Ganze ein bisschen und ihr seht 0. Das ist mein tatsächlich gemessener Wert und mein richtiger Wert. Ja, das wäre dann jetzt zum Beispiel der erste Messfehler, den man machen kann,
im Fass messen oder in einem wirklich 100% gereinigten, mehrfach gereinigten Behälter. Gut, gehen wir hoch zu den Wassertests, da machen wir dann weiter. So Leute, jetzt habe ich hier mal mein Labor aufgebaut, kann ich mal pauschal sagen. Und ihr seht, es ist verdammt viel Material. Also grundsätzlich arbeite ich mit den Tröpfchentests von Red Sea. Wie eben schon gesagt, das ist hier einmal die Reef Foundation, die aus Magnesium, aus dem KH und aus dem Calcium besteht. Das ist ein komplettes Testkit, was man auch immer wieder auffüllen kann. Finde ich sehr gut, dass man nicht alles komplett neu kaufen muss. Und zum Zweiten arbeite ich hier einmal mit den Phosphat- und dem Nitrat-Profi-Test. Da muss ich gerade eben mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben hier diese Ablesscheiben, die sind beim Profi-Test dabei. Und ich weiß nicht, ob man das vernünftig sehen kann. Der Phosphat-Profi-Test hat eine Skalierung von 0 bis 0,16 im normalen Bereich. Dann kann man den noch einmal verlängern mit Osmosewasser. Und dann, muss ich hier gerade eben mal ablesen, hat er einen Bereich, der geht dann von 0,6. Moment. Nein. Doch, hier. Von 0,17, also schon über den 1-Punkt-Bereich, bis hin zu 5,44. So. Und dann hatte mich jemand angeschrieben, wie ich denn einen Nitratwert von 0,75 messen könnte. Das geht mit diesem Profi-Test hier. Da haben wir tatsächlich eine Range auch wieder von 0 über 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2 und 4. Und in dem höheren Bereich, wenn ich das Ganze mit Osmosewasser dann dementsprechend verlängere, komme ich von 4, 8, 12, 16, 32 und 64 ppm. So, das sind meine Tröpfchentests. Dann hatte ich ja gesagt, habe ich einmal die Salinitätsmessung, die ich mache. Die mache ich mit einem ganz einfachen Refraktometer. Da haben wir dann dementsprechend, werde ich gleich nochmal genau darauf eingehen, wie ich das bearbeite und justiere. Dann habe ich mir ein einfaches, aber wirksames Tool zugelegt. Das ist ein ganz normales pH-Meter, was auf Photozellenbasis arbeitet. Da gehe ich dann gleich auch nochmal genau darauf ein, wo es wichtig ist, wo man darauf zu achten hat. Und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, hat man ja eben schon gehabt, hier das TDS unten im Keller. Da brauche ich, glaube ich, jetzt nichts mehr großartig zu sagen. Das ist ein altbewährtes Gerät, was ja super funktioniert, schon seit Jahren. Und zu guter Letzt, jetzt aber zu guter Letzt, das gute Phosphatmessgerät 736 von Hanna. Habe ich mir übrigens jetzt neu zugelegt, weil ich dann auch mal in die Fraktion einsteigen wollte, Hanna Checker. Und da zeige ich euch dann auch noch mal genau, wo ihr drauf zu achten habt, was wichtig ist und ja, wie dieses Gerät grundsätzlich funktioniert. Gut, ihr seht, ich habe hier noch entsprechende Referenzlösungen stehen. Das ist einmal hier von ATI, die Referenz für Salinität, Calcium und KH. Da haben wir hier auf der Rückseite draufstehen, wie die entsprechenden Werte sind. Und ich habe hier eine pH-Pufferlösung, eine von zwei, die ich habe.
um mein pH-Meter zu kalibrieren. Kommen wir nachher dann auch nochmal kurz zu, spreche ich nochmal an, wie, warum, weshalb, wieso. Kommen wir aber jetzt zu den eigentlichen Tröpfchentests. Ich brauche meine Spritzen, ich brauche meine Küvetten. Und ihr seht, die sind hier teilweise schon ein bisschen dreckig, weil ich sie nicht richtig weggepackt habe. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir sie sowieso grundsätzlich reinigen müssen. Und was ich nutze, was wirklich eine enorme Erleichterung ist, ist der Spinner Cube. Das ist ein No-Name-Gerät von keinem bestimmten Hersteller jetzt. Ist auch relativ wurscht. Damit arbeite ich und damit lässt sich hervorragend arbeiten. So. Jetzt gehen wir erst hin. Ihr seht selber, diese Küvetten sind noch schmutzig und dreckig vom letzten Mal. Heißt im Endeffekt, ich ziehe mir erstmal eine Spritze auf, reinige die einmal. Reinige die nochmal. Und das erste, was wir jetzt machen, sind zum Beispiel diese Langzeit, die Tests hier von Rezil, die dauern etwas länger in Bezug auf Nitrat und Phosphat. Und ihr seht, ich reinige die. Ich nehme ein einfaches Küchentrepp und reinige die, nachdem ich die ausgespült habe. So, dann muss ich eben mal kurz auf meine Liste gucken, was wir brauchen. Wir brauchen 17 Milliliter Wasser. Also, erstes ist wichtig, dass der Messbehälter mit dem entsprechenden Wasser ausgespült wird und anschließend trocken ist. Also kein überzähliges Wasser drin ist. Es muss genau die Wassermenge rein, die auch im Test verlangt wird. So, es wird hier verlangt 17 Milliliter. Das sind einmal 10. Und dann ziehe ich nochmal 7 auf. Jetzt habe ich die Grundvoraussetzung geschaffen. Jetzt kommt mein Rührfisch da unten rein. Dann lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen rühren. So, jetzt hat Rezi hier draufstehen, was im Endeffekt reinkommt. Das ist schon mal sehr praktisch. Das machen die anderen Hersteller übrigens auch. Und es ist genau wichtig, dass ihr sie jedes Mal gleich macht. Dass die entsprechende Menge auch immer gleich ist, dass der Test jedes Mal genauso durchgeführt wird wie immer. Also nicht mal eben hoppla hopp, sondern immer genau darauf achten, dass auch die entsprechenden Mengen eingehalten werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das war die erste Reagenz. Ich stelle es mal auf Seite. Und jetzt habe ich hier eine neuere Version davon. Das ist die zweite Reagenz ist dann flüssig. Die war bisher immer ein Pülverchen gewesen. Jetzt haben sie es geändert. Dann kriegt man hier dieses Gerät dabei. Kurz aufziehen. Davon kommen 4 Tröpfchen rein. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt hat dieser Test eine Reifezeit, benötigt eine Reifezeit von insgesamt 15 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss gerade eben noch mal kurz schauen. Genau, hier steht es drauf, 15 Minuten. Wir haben jetzt alles schön vermischt, können dann den Rührfisch wieder rausholen. Dazu nehme ich einen separaten Magneten, führe den dran hoch. Das geht hier relativ schwer, weil die halt nach oben sich verengen. Ansonsten könnte man den anderen Magneten nehmen. Stell den auf Seite. Timer auf 15 Minuten. Du bist ein Schatz. So, lassen wir das Ganze reifen und gehen zu einem anderen Test über. So, jetzt habe ich diesen nassen Rührfisch hier. Da ist natürlich noch Reagenz von dem anderen dran. Ich gehe einfach hin und reinige den mit einem kleinen Küchenkrepp. Und gehen wir jetzt mal zu einem relativ einfachen Test über, zu dem KH. Wieder das gleiche Spiel wie eben. Ich muss erstmal meine Küvetten reinigen. So, dann gehe ich nach der Reinigung hin und mache das Ganze von innen wieder trocken
um das überzählige Wasser aus diesem Test rauszuholen. Aus der Küvette, dass die von innen trocken ist. Und dann ziehe ich mir die vorgegebene Menge für den Test auf. Die habe ich im Kopf, das sind 10 Milliliter. Bringe die 10 Milliliter hier rein. Mein Rührfisch dazu. Und lasse ihn schon mal rotieren. Und jetzt gehe ich hier hin. Alkalität. Nehme meine entsprechende Spritze dazu. So, und jetzt ist es wichtig, muss ich direkt im Vorfeld sagen, bei Red Sea ist es so, dass die verbrauchte Menge an Flüssigkeit abgelesen wird. Bitte geht hin, wenn ihr andere Tests nehmt, wie zum Beispiel bei Salifair, das ist genau umgekehrt. Dafür habt ihr die entsprechenden Tabellen. Lest euch die Bedienungsanleitung genau durch. Da steht hundertprozentig drin, wie ihr es zu machen habt. Hier muss ich hingehen und muss die entsprechende Menge, die ich hinzugegeben habe, in der Tabelle ablesen und kann dann meinen Wert dann ablesen, wie der dann tatsächlich herrscht. Wichtig ist hier auch, dass ich, Moment, nein, das ist die falsche, so, das ist die richtige Karte hier, dass ich dementsprechend hingehe und meine Umfärbungsparameter genau beachte. Ja, also hier müssen wir ein leichtes Grün kriegen. Wenn wir ein Gelb kriegen nach Zugabe, dann haben wir überdosiert. So, dann fangen wir mal an. Ich weiß, dass ich mindestens bis zur Menge X gehen kann, also 4,5 bis 5 Milliliter verbraucht. Ihr seht, es ist immer noch blau und dieses Gerät ist einfach klasse. Also man muss nicht mehr schütteln, einfach nur ein Tröpfchen zugeben und jetzt färbt es sich um. Jetzt habe ich vorne noch einen Tropfen dranhängen. Dann muss ich mal eben zurückziehen. Jetzt haben wir eine leichte Grünfärbung. Jetzt gehe ich als allererstes hin und lese ab. Das sind jetzt 5 Milliliter, die ich verbraucht habe. Wie gesagt, bei anderen Tests ist es genau umgekehrt. Lest euch bitte die Bedienungsanleitung durch, das ist ganz wichtig. So, und hier habe ich jetzt bei einem Verbrauch von 5 Milliliter ein KH-Wert von 7. So sieht das im Endeffekt aus. So, wenn ich jetzt noch einen Tropfen mehr reinmache, nur damit ihr seht, wie es aussieht, wenn ich überdosiere, dann wird es gelb. Kommt der gelbliche Schein, der Test ist schon dementsprechend dann nicht mehr aussagekräftig. Den Rest packe ich hier rein, um nicht zu verschwenden, verschließe das Ganze wieder. Und das ist im Endeffekt der einfache Test für den KH gewesen. So, jetzt habe ich hier natürlich die Referenzlösung stehen. Und mit dieser Referenzlösung habe ich diesen Test schon im Vorfeld überprüft. Und der stimmt hundertprozentig mit dem überein. Bei einer Referenz hier von 7,5 hatte ich auch die entsprechende... Ja, ist hier bei Red Sea nicht ganz so einfach. Die haben dann einen Sprung zwischen 7,3 und 7,6. Also Verbrauch von 5,2 oder 0,54 Milliliter. Aber ich habe den Test im Vorfeld überprüft. Dafür sind die Referenzlösungen da, dass wir regelmäßig hingehen und das Ganze überprüfen. Und so, jetzt mache ich den nochmal eben kurz sauber. Ich überprüfe meine Tests regelmäßig einmal im Monat und kann ich jedem nur ans Herz legen, weil wer meine Serie beim Reefer verfolgt hat, hat mitgekriegt, dass ich einen defekten Test in Sachen Magnesium hatte und habe dann zu viel Magnesium reingepackt, weil ich den Tests hier ganz ehrlich gesagt zu sehr vertraut habe. Das sollte man nicht. Und diese Referenzlösungen sind nicht teuer. Also ich glaube 14 Euro plus Versand ist noch human. Und dafür, dass wir im Endeffekt das Material hier überprüfen können, was wir haben. Gut, das zu den Wassertests. Also grundsätzlich nochmal, immer hingehen, die Küvetten
mit dem entsprechend zu messenden Wasser ausspülen und das Ganze mehrfach machen, weil als erstes lösen wir den Dreck, dann lösen wir den hartnäckigen Dreck und ich sage es mal beim dritten Mal, sollte dann nur noch das entsprechende Wasser drin sein, anschließend hingehen und nach dem Reinigen mit dem Wasser mit einem einfachen Küchenkrepp das Ganze trockenlegen. Ist zum Beispiel ganz wichtig jetzt hier bei dem folgenden Test, den ich mache, beim Magnesium. Das ist nämlich ein ganz extrem bei diesem Test. Da muss man auch wirklich extrem darauf achten, dass er richtig durchgeführt wird. Ansonsten ist das Messergebnis falsch. So, ich nehme dafür die 1 Milliliter Spritze, weil ich nämlich nur 2 Milliliter zu testen das Wasser brauche. Diese Spritze ist jetzt längere Zeit nicht benutzt worden. Das heißt, ich mache die auch erstmal sauber, ziehe wieder auf. Ups, langsam fallen lassen. 1 Milliliter. Achte auch darauf, dass hier unten keine Tropfen dran sind. 2 Milliliter. Rührfisch habe ich gerade eben schon sauber gemacht. Und wieder rein. So, jetzt ist es bei diesem Test wie folgt. Und da ist auch wieder das Ding im Endeffekt, Lesen ist wichtig. Ja, Bilder erklären aber auch einiges. Wir haben jetzt hier die 2 Milliliter reingepackt. Und jetzt steht hier oben ein Tropfen. 15 Sekunden schütteln und das Ganze dann 5-mal. Das ist nicht wie bei dem Calcium-Test oder beim Nitrat-Test, einfach die Tropfen rein und gut ist. Es ist tatsächlich wichtig, bei diesem Test hier ein Tropfen, kurz warten. So, die gehen jetzt von 15 Sekunden normalen Schütteln aus. Da ich da unten den Rührfisch drin habe, reicht das so. Also erster Tropfen, 2, 3, 4, 5. Wieder verschließen. Und jetzt haben wir schon eine leichte Trübung drin. Diese Trübung entsteht nicht, wenn man das zu schnell macht. Dann ist der Test nämlich nicht brauchbar. So, dann haben wir die zweite Reagenz. Und da steht dann im Endeffekt, dass die sofort rein kann und dann einmal durchgeschüttelt oder gerührt oder gemixt werden kann. Das ist aber zum Beispiel hier eine Sache, wo man wirklich lesen muss, um den Test richtig durchzuführen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wieder zumachen. Und dann brauche ich im Endeffekt meine richtige Spritze, die auch jedes Mal die gleiche ist und meine Testreagenz. So, jetzt kommen wir wieder zu einer Besonderheit. In der Bedienungsanleitung steht drin, das Messergebnis ist erreicht, wenn der erste Farbumschlag auftritt, zum Blau hin. Also Start ist rosa, wie hier zu sehen, das ist der Calcium, aber das ist das Gleiche, ist rosa und Ende ist blau. Hier ist es jetzt wichtig, und das habe ich, im Prinzip muss man das dann gegenchecken, wann tatsächlich der entsprechende Bereich erreicht ist. Also sprich, ich habe hier eine Vorgabe, und wenn ich mit diesem Wasser, mit der Referenz dann messe, muss ich rausfinden, okay, bis zu dem Zeitpunkt, wenn das und das eintritt, da ist dann mein richtiger Wert. Und genauso ist es hier auch. Es steht in der Bedienungsanleitung drin, dass der entsprechende Wert erst erreicht ist oder schon erreicht ist beim ersten Farbumschlag. Beim Calcium-Test steht drin, dass der Farbumschlag bleiben muss. Eine Sache wieder nehmen, lesen, verstehen. Das ist eine Sache, um den Test richtig durchzuführen. So, jetzt weiß ich, dass ich so hier mal, Moment,
So, da war der erste Farbumschlag. Ich habe jetzt hier einen Wert von 3 stehen. Das heißt, ich habe 7 verbraucht. Gehe in meine Tabelle rein. Auf der Karte. Da stehen die 7 hier oben. Und wir haben 1400. Jetzt seht ihr, geht hier der Farbumschlag wieder zurück ins Lila. Ist bei diesem Test okay, stimmt so. Aber ihr habt auch gesehen, dass ich sehr schnell den Wert hier ermittelt habe. Sehr zu schnell reingepackt und das war falsch. Jetzt gehen wir hin, reinigen das Ganze und führen den Test nochmal richtig durch. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf 1400 gekommen. Und dieser Wert ist definitiv falsch. So, Küvette ist gereinigt. Weil ich nämlich eben, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, nämlich auch einen Fehler gemacht habe. Den habe ich absichtlich gemacht. So, wo habe ich meine Milliliter-Spritze? Ich habe beim ersten Mal Wasser aufgezogen und hatte hier unten noch einen Tropfen dran. Dieser Tropfen ist für diesen Test schon zu viel. Und für jeden anderen Test auch. Also man muss wirklich genau darauf achten, wie viel zu messendes Wasser man hat. So, jetzt habe ich hier den ersten Milliliter rein damit. Jetzt kommt der zweite Milliliter, da unten hängt wieder ein Tropfen dran, weg damit, der gehört nicht da rein. So, jetzt muss ich meinen Rührfisch nochmal kurz reinigen. Und dann machen wir das Ganze nochmal richtig. Also, 5 Tropfen und das war schon Mist. Weil da Luft drin war und ein Mikrotropfen reingefallen ist, ist dieser Test schon unbrauchbar. Nochmal. Ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Und man muss wirklich auf Sachen achten, die wichtig sind, die klein sind und die das Testergebnis komplett verfälschen können. So, damit das mit diesem halben Tropfen nicht nochmal passiert, gehe ich hin, stupfe den einmal auf und ihr seht, jetzt kommen die Tropfen schon raus, aber ich habe den Rührfisch noch nicht. So, erster Tropfen, 1, 2, 3. 4, 5. So, erhöhen wir mal ein bisschen die Schlagzahl hier. Eine leichte Trübung ist da. Soweit so gut. Nochmal aufstupfen, dass keine Luft drin ist. 1, 2, 3, 4, 5. So, das Ganze muss ein kleines bisschen rühren. Wenn man das mit dem konventionellen Gerät macht, also da gibt es auch eine... Moment, jetzt ist hier mein anderer Test fertig. Das können wir erstmal so laufen lassen. Der Phosphattest ist fertig. Jetzt nehme ich mir eine Küvette. Und den müssen wir jetzt ablesen. Ich mache die sauber. Und da kommt die gleiche Wassermenge rein. 17 Milliliter. Da ist es jetzt nicht ganz hundertprozentig wichtig. Es geht sich nur um den Farbvergleich. Klare Wasser, wo die Farbe ist. Und das getestete Wasser in die Mitte. So, und jetzt
Ich weiß nicht, ob man das vernünftig sehen kann. Kann ich hier dementsprechend die Farbskala ziehen und komme jetzt im Moment hier. Ja, also das wäre zu viel. Das wäre richtig. Da steht der Wert von 0,08. Können wir gleich mit dem HANA-Checker nochmal gegenhalten. Ich habe auch gestern einiges an Futter reingepackt, also das kann schon möglich sein. Das ist das Schöne an diesen Profi-Test, dass wir hier wirklich eine saubere Ablesemöglichkeit haben. Ein sauberer Farbvergleich. Finde ich richtig klasse, kann ich nur weiterempfehlen. So, machen wir weiter mit unserem Magnesium-Test. Ich muss gerade eben nochmal die Messflüssigkeit auffüllen. So, der ist genau hier oben an der Millilitergrenze. So, jetzt wissen wir, dass er eben bei einem Verbrauch bei 3 ausgeschlagen ist. Also ich gebe jetzt erstmal relativ zügig bis 5 das Material rein. So, und ab jetzt gehe ich hin und mache das tröpfchenweise. Und achte unten auf die Flüssigkeit, bis der entsprechende Farbumschlag kommt. Jetzt kommt die erste, zweite. Jetzt ist es einmal blau geworden. Und wir haben im Endeffekt einen etwas höheren Wert von 3,2. Das heißt also ein Verbrauch von nicht 7, sondern von 8, Moment, nicht 7, sondern von 6,8. So. Und wenn ich meine 6,8 jetzt hier ablese, das ist genau eine drunter, sind 1360, ist immer noch ein relativ hoher Wert. Aber ihr seht, da war ich eben zu schnell. Das war ein Messfehler und so passieren dann auch falsche entsprechend die Messfehler wegen der falschen Werte. Also grundsätzlich immer darauf achten, wie der entsprechende Test durchzuführen ist. Und damit ihr auch immer auf die gleichen oder auf die richtigen Messergebnisse kommt. So. Dann kommen wir zum pH. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, den pH zu messen. Ich habe jetzt mir hier eine gewählt, die A günstig ist und B, wo man noch ein kleines bisschen drauf was bei beachten muss. Das ist dieses kleine hässliche Ding hier, was ich mir gebastelt habe, weil ich nämlich festgestellt habe, je nachdem wie viel Licht da ist oder wo ich messe, ist dieses Gerät ja, zeigt unterschiedlich an. Das heißt, ich muss immer den gleichen Lichteinfall haben. Und das habe ich dadurch gewährleistet, dass ich mir einmal einen abgedunkelten Behälter hier gemacht habe. Zum zweiten habe ich das Gerät hier unter diesem Licht dementsprechend mit der Pufferlösung eingestellt. Jetzt gehen wir einfach hin. Der Behälter ist im Vorfeld von mir gereinigt worden. Da packe ich jetzt knapp 30 Milliliter Wasser rein. Mache ihn an und lasse das pH-Meter erstmal arbeiten. Weil es eine Zeit lang braucht, um den entsprechenden Wert tatsächlich zu ermitteln. Und ich komme jetzt hier auf einen gemessenen Wert von 8,3. So, wenn ich jetzt damit rausgehe in andere Lichtverhältnisse, dann kriege ich einen anderen Wert. Das heißt, zum Beispiel bei diesem Gerät ist es wichtig, dass ich tatsächlich immer an der gleichen Stelle oder bei den gleichen Lichtverhältnissen, zum Beispiel unten, wo ich mein Osmosewasser herstelle, da könnte ich, wenn ich da dementsprechend immer an der gleichen Stelle messe, wenn ich an der gleichen Stelle messe, ich habe immer eine künstliche Beleuchtung durch die Birne, stelle mein Gerät da unten ein, dann funktioniert das wunderbar. Es gibt natürlich auch andere Geräte, die weitaus anders arbeiten, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich darauf hinweisen möchte. Schafft euch immer die gleiche Umgebung, immer die gleichen Handlungen, um auch dementsprechend immer die gleichen Messergebnisse zu kriegen. So Leute, ihr habt jetzt selber gesehen,
es ist alles nicht ganz so einfach, um auch an die richtigen Werte dran zu kommen. Ich habe hier und da selber Fehler eingebaut, um euch zu zeigen, wie schnell und wie unachtsam man sein kann, um zu sagen, okay, ich habe doch richtig gemessen. Das ist aber nicht immer der Fall, wie ihr seht. Also man muss tatsächlich wirklich hingehen und diese Tests hundertprozentig durchführen und wirklich genau arbeiten, um auf wirklich die Ergebnisse zu kommen, die auch tatsächlich richtig sind. Allein schon, wie eben bei dem Magnesium-Test gesehen, ein Unterschied von 1360 zu 1400. Ich wundere mich jetzt gerade, warum ich so viel Magnesium drin habe, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Genau das gleiche Spiel bei dem elektronischen Gerät, den HANA-Checker. Wenn man da nicht richtig arbeitet und die Küvetten schön sauber hat, dann ist es im Endeffekt tatsächlich so, dass es zu Messfehlern kommt oder man den Test nicht richtig durchführt. Und ganz ehrlich, es ist nicht einfach, tatsächlich immer auf dem gleichen Level zu arbeiten. Kann ich selber auch nicht. Ich habe hier und da auch Messfehler. Und wenn man dann nicht weiß, im Hintergrund weiß, es kann eigentlich gar nicht sein, wie zum Beispiel bei dem Refraktometer, dass man da einen Test nach Möglichkeit mehrfach durchführen sollte mit einem 100% gereinigten Gerät, auch zur Wasseraufnahme, wie eben gezeigt. Also ich habe es grundsätzlich so, dass wenn ich die erste Messung beim Refraktometer, wenn ich die mache, die ist immer falsch. Die liegt immer mindestens 3 bis 4 Punkte über den entsprechenden Wert, der tatsächlich erreicht werden soll. Oder der auch tatsächlich hier in diesem Becken herrscht. Also da muss man seine Werte im Kopf haben. Kann das sein, dass es so gestiegen ist? Lieber einmal mehr testen. Und wenn man dann auf unterschiedliche Ergebnisse kommt, dann liegt das meistens daran, dass wir Messfehler gemacht haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen einen Überblick über, ich sag's mal, eine Messgenauigkeit oder eine Messsorgfalt vermitteln. Das ist nämlich das Grobe, was ich jetzt hier auch im Endeffekt vermitteln wollte, dass man wirklich darauf aufpasst, sauber zu arbeiten. Dann passieren keine Messfehler, dann kriegt man saubere Ergebnisse. Ist der Test natürlich defekt, können keine vernünftigen Ergebnisse bei rumkommen. Ist verständlich. Deshalb hatte ich auch gezeigt, die verschiedenen Referenzlösungen oder Pufferlösungen, um Geräte zu kalibrieren, ist ganz wichtig, dass unsere Messgeräte auch immer auf dem gleichen Stand sind. Und ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend ein kleines bisschen da weiterhelfen, dass ich hier und da vielleicht Messfehler habe oder was nicht hundertprozentig so ausgeführt habe, wie es sein sollte, kann gegebenenfalls der Fall sein. Ich habe mir diese Routine so wie jetzt angeeignet, halte diesen Level so und komme auch immer auf relativ gleiche Ergebnisse. Und ich muss pauschal sagen, macht es genauso. Gewöhnt euch an, die Tests immer gleich zu machen, immer richtig im Vorfeld durchlesen, was steht in der Bedienungsanleitung, wie muss ich es umsetzen, kann ich es so umsetzen, dann kommt ihr auch zu den entsprechenden Ergebnissen. Ja Leute, das zum Thema Wassertests und ich möchte euch dementsprechend bitten, mir unten in die Kommentare oder bei Facebook in die Community bei mir oder bei Aquameet in meine Gruppe die entsprechenden Kommentare reinzuschreiben, um ein neues Thema für euch zu finden, was ich euch dann nächste Woche erklären kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weiber.